Monopoly. Monopoly ist es heute. Es ist aber kein normales Monopoly. Es ist Madness. Es ist eine ganz neue Art von Monopoly. Guck mal, hier ist ein Fisch. Und weg. Es ist nur eine Demo. Das Spiel ist aber draußen. Kostet 30... Guck mal da. Kostet 30 Euro. Aber gerade ist es rabattiert auf 7,50 Euro. Wir gucken mal. Willkommen in der Demo. Welcome to Monopoly Madness. Ich hoffe, die Demo ist deutsch. Like wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Shall I briefly explain the rules of the game to you? Tutorial. Boah. Fantastic. Let's do this. Machen wir mal Tutorial. Obwohl, eigentlich brauche ich kein Tutorial, oder? Start, please choose the number of players who want to join our little tutorial session. Ja, ja, ja. Wir machen kein Tutorial. Wir machen Options. Legends. Dutch. Und meine Maus muss viel schneller gehen. Also das ist ja... Junge, Junge, Junge. Okay, wir können laufen. Einsammeln. Ausgeben. Und Power-Up. Mauseinstellung. Hier. Mausempfindlichkeit. Ah ja, viel besser. Aber vielleicht nicht so hoch. Ja, super. So. Jetzt gucken wir einfach mal. Wir machen jetzt einfach mal lokales Spiel. Story-Modus. Also, okay, also, es ist ja eine Demo. Aber vielleicht kennen welche das Spiel ja nicht. Es gibt einen Online-Modus. Das ist schon mal gut. Können wir aber nicht testen. Gibt es einen Story-Modus? Es gibt einen Jeder gegen jeden. Und es gibt Teams. Mr. Monopoly sucht eine Urlaubsvertretung. Bist du bereit für die Herausforderung? 1 bis 6 Spieler. Hallo, schön dich zu sehen. Ich habe dich schon gesucht. Weißt du, auch der geschäftigste Mensch braucht mal eine wohlverdiente Ruhepause. Ich habe mich gefragt, ob du mich während meiner Abwesenheit vertreten und dich um meine Angelegenheiten kümmern kannst. Ich würde mich besser fühlen, wenn ich wüsste, dass mein Geschäft im Urlaub in guten Händen liegt. Klingt das gut? Fantastisch! Natürlich muss ich erst nachsehen, ob du der Aufgabe wirklich gewachsen bist. Ich hoffe, das verstehst du. Das ist nichts Persönliches, es ist rein geschäftlich. Ich habe hier eine kleine Tour zusammengestellt, um deinen Unternehmergeist und deine Entschlossenheit auf die Probe zu stellen. Sobald du die Tour beendet hast, übergebe ich dir mit Freuden mein gesamtes Geschäft und genieße mein Leben am Strand unter Palmen. Ich kann es kaum erwarten. Also, lass uns damit loslegen, sobald du bereit bist. Okay, ich mache nochmal zurück. Es tut mir sowas von leid. Aber ich will nochmal in die Audios gehen. Ich mach die Musik ein bisschen leiser, okay? Neugierig, wie die Tour weitergeht? Beeil dich, das Flugzeug wartet schon. Das Flugzeug wartet. Okay. Neu. Besitze am Ende der Partie die meisten Grundstücksmedaillen. So. Mach dich bereit und zeige Mr. Monopoly, dass du das Zeug zum Magnat hast. Aber keine Sorge, wir lassen das langsam angehen. Langsam. Play. Oh. Okay. So. Trautmann. Warum sehe ich hier Trautmann? Kein Hut? Nee, das ist alles abgeschlossen. Keine Ahnung, alt und langsam vielleicht. Und hier sehe ich mich ein bisschen. Im Pinguin, mit einem Huhn auf dem Kopf. So, wir beginnen das Spiel. Gegen 3 Computern.
Okay. Vielleicht müsste man das Tutorial machen. Besitze am Ende der Partie die meisten Grundstücksmedaillen. 3, 2, 1, los. Hä? Und was soll ich machen? Waschen! Ich kann waschen! Okay, wir müssen das Tutorial spielen. Ich habe gar keine Ahnung. Oh, Traubmann. Armes Tutu. Streichel. Aber bevor wir loslegen, wähle die Anzahl der Spieler, die an deiner Einführungssitzung teilnehmen sollen. Ja, nur ich. Sehr gut. Seid ihr also bereit? Mhm. Bereitet euch auf echte Madness vor. Ja, aber deutsche Tutorial. So, schalte den Anfängermodus ein, damit du am Anfang mehr spiegelst, so wie eine höheres. Okay. Willkommen in Monopoly City. Zeit, die Straßen zu erobern und ein Imperium zu bauen. Ich muss wieder wie er. Zunächst empfehle ich euch, ein paar nützliche Ressourcen zu sammeln. Kommt, probieren wir es aus. So, halte I. Hä? Aber ich kann auch linke Maustaste gedrückt halten. Ja, was sind denn Ressourcen? Was denn? Rechtsklick, einsaugen. Exzellent. Ihr habt den Dreh raus. Bewegen wir uns zum nächsten Block. Alles klar. In diesem Bereich zeige ich euch, wie ihr ein Grundstück erlangt. Aber erst brauchen wir etwas Geld. Denn ohne Moos nix los. Richtig, deswegen jetzt donaten. Jetzt donaten. Jeder Euro. Und jetzt zum wichtigsten Teil des Spiels. Hilft. Die Auktion. Grundstücke ohne Eigentümer werden einige Zeit versteigert. Am Countdown ist ersichtlich, wann das Bieten beginnt. Wenn ihr ein Gebot abgeben oder erhöhen wollt, müsst ihr Geld auf das Grundstück pusten. Also los, holt sie euch. Es kann nur einen geben. Die Auktion beginnt. Gut gespielt. So errichten wir unser Andenken. Also hier habe ich jetzt am meisten Geld drauf gepuzzelt. Deswegen kriege ich ein. Und da habe ich ein zu wenig. Bevor wir weitermachen, noch etwas. Wenn niemand bei der Auktion bietet, wird das Grundstück verkauft. Dann kannst du es zum Festpreis kaufen. Also, wenn du genügend Geld hast. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Kann ich auch einen Controller benutzen? Nee. Ausverkauft, ausverkauft. Grundstück verkauft. Gut so. Gehen wir. Aha. Alle drei gesichert. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, könnt ihr auch einen Gegner auf Abstand pusten. Versucht einen Rückstoß auszulösen und seht, wie er sich wieder auflädt. Hä? Aha. Seht ihr, wie leicht das geht? Nö. Es wird noch nützlich, glaubt mir. Also zurück zum Geschäft. Es gibt noch etwas Wichtigeres, was ich euch hier zeigen möchte. Das Aufwerten eurer Grundstücke. Jedes Gebäude kann aufgewertet werden. Oft sogar mehrfach. Allerdings kommt jedes Glück mit einem Preisschild. Ihr könnt die erforderlichen Ressourcen auf der Straße in der Stadt sammeln oder bei den entsprechenden Produktionsgebäuden. Beachtet allerdings, dass eure Kapazität für Ressourcen begrenzt ist. Habe ich. Alles da rein. Wunderbar. Ihr bringt alles mit, was man als echter Magnat braucht. Okay, aber ich verstehe den Sinn vom Spiel halt noch gar nicht. Ah, und jetzt kommen wir endlich zu meinem Lieblingsteil. Seht ihr, es wäre sehr leicht, das Spiel zu gewinnen, wenn da nicht diese Gegner wären.
Aber Monopoly Madness trägt den Namen ja aus gutem Grund. Es gibt viele Möglichkeiten, mit dieser lästigen Angelegenheit fertig zu werden. Öffnet doch mal eine der Gemeinschaftskisten, die ihr überall in der Stadt findet. Dann seid ihr bestens vorbereitet. Beachtet, dass einige Power-Ups nur bei Gebäuden funktionieren, während sich andere direkt aktivieren lassen. Vorwärts! Probiert das selbst mal aus! So, ich habe 3 Upgrades. Rein damit. Auktion abgeschlossen. Die Auktion beginnt. Hausauktion beginnt. Hä, warum verkaufen? Hä? Kein Geld mehr dafür. Warum wollen die einfach mich um meinen. Auktion, Auktion. Hausauktion beginnt. Hausauktion beginnt. Hausauktion beginnt. Hä? Hey, einfach kaputt gemacht. Auktion beendet. Hausauktion beendet. Ich hab einen Packer jetzt. Hä? Hey, die machen mein Haus einfach kaputt. Ich hab auch einen Bagger. War das nicht ein Spaß? Ich bin so stolz auf euch. Wir sind fast durch. Hä? Hä? Was? Also gut. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ihr mir zeigt, was ihr gelernt habt. Spielen wir eine Partie? Um jetzt wird gespielt. Wer der beste Unternehmer ist, zähle ich die gekauften Grundstücke und die Aufwertungen. Wenn ihr eine vollständige Farbgruppe erlangt, erhaltet ihr einen Zusatzbonus. Also passt gut auf. Und seid nicht überrascht, wenn etwas Unerwartetes passiert. Wie im echten Leben können jederzeit unvorhersehbare Dinge passieren. Aber keine Angst. Erfolgreiche Menschen sind ihres eigenen Glückes Schmied. Nicht wahr? Seid ihr also bereit? Dann legen wir los. Möge der beste Investor gewinnen! So, ich hole mir zuerst Geld. So. Mit dem Geld hole ich mir jetzt... Ja, man kann sich noch gar nichts holen. Man muss sich erstmal... So, jetzt holt man. Hier. Bereit? Die Hausauktion beginnt. Einmal den. Dafür brauche ich 20. Oh, hier wurde ich überboten. So, hier unten. Zack, 4. Haus zum Verkauf. Scheiße, ja. Okay, 1 habe ich. Das hat er gewonnen. Okay. Soweit, so gut. Grundstück verkauft. So, hier bieten. Die Auktion beginnt. Verkauft. So. Hier. Hausauktion beginnt. Grundstück zum Verkauf. Ein Ereignis steht an. Pass auf die 14 auf. Ein Sturm zieht auf. So, und den kann ich ja jetzt upgraden, ne? Auktion beendet. Und was bringt das, dass ich mein Haus verbessere? Haus verkauft. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
Ich kann hier einfach eine Straßensperre aufbauen. Kein Käufer? Doch, hier. So. Haus verkauft. Hausauktion beginnt. Ja. Ja, lass mich bieten. So. Grundstück verkauft. Bieten. Die Zeit läuft ab. Letztes Angebot. So, hier noch Wasser rein. Na, habe ich jetzt hier ein Level 3er Haus. Hier. Brauche ich noch Strom. Einmal mal einen Weg im Baum. So, was bringt mir das am. Denn da so rein zu pusten? Hier. Die Hausauktion beginnt. Da. Haus zum Verkauf. Jetzt habe ich gleich eine ganze Straße. Hausauktion beendet. Habe ich den jetzt abgeschossen? So, und nun? Okay, die Zeit ist um. Mal sehen, wer gewonnen hat. Ich weiß, warum ich bisher nie Monopoly ist dem Schwein zu hoch. Das ist ja auch eine andere Art. Glückwunsch, du hast dich gut geschlagen. Ich hoffe, euch hat die Einführung gefallen. Und jetzt zieht los und errichtet euer Imperium. Die Stadt liegt euch zu Füßen. Oh, armes. Okay, so, das war jetzt Tutorial. Jetzt haben wir alles verstanden. Wir haben jetzt alles verstanden und können jetzt loslegen. Schön, dich wiederzusehen. Ja, danke, danke. So, wir nehmen Trautmann. Was ist hier oben? Also. So. So, wir nehmen Trautmann. So, ja, ich bin voll bereit für das Game. Also, ich habe alles gescheckt. Saugen, pusten. Mehr muss man nicht machen. So, wir sind diesmal Trautmann, ne? Also nicht auf diesen Pinguin jagen. Und wir brauchen halt die meisten Grundstücke. Das heißt, die meisten Level und so weiter. So, wir laufen jetzt erstmal hier rum, um zu gucken, ob wir irgendwo irgendwas finden. Da oben liegt Geld. Haben wir. Und ein Power-Up haben wir. Ich bin ein Geist. So, jetzt können wir bieten. So, wir bieten darauf. Darauf, natürlich. Auktion beendet. Das kaufen wir direkt. So, damit kriegen wir direkt Kohle. So, und weiter. Zack. Darauf bieten wir. Hier machen wir direkt Level 2. Hier machen wir direkt Level 2. Das kaufen wir. Die Hausauktion beginnt. So, das machen wir auf Level 2. Was haben wir jetzt? Grundstück zum Verkauf. War noch Strom. So, wir haben schon mal unsere Sachen hier alle auf Level 2 geballert. Das heißt, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal 9. Die anderen sind noch gar nicht so weit. Die können wir bieten. Die oben können wir auch bieten. Hey, ich kann nicht sehen.
Oh, der da unten hat mehr geboten. Shit. Zu spät. So, kaufen. Und kaufen. So, aufwerten natürlich. Aufwerten natürlich. Brauchen wir noch Wasser. Grundstück verkauft. Die Hausauktion beginnt. Die Auktion beginnt. So, wir bieten natürlich alles, was wir können. Kein Käufer? Ausverkauft. Ja, ich bin bereit. Die Hausauktion beginnt. Oh, bitte schon. Nein, lass mich hoch. Oh, ich kann für das Haus auch noch bieten. Kein Käufer? Ja. So, und jetzt können wir hier einfach das Haus von denen einfach platt machen. Beziehungsweise downgraden. Die Auktion beginnt. Ja, zack. Grundstück verkauft. Also mir gehört hier fast alles schon, ne? Ich habe 12 Punkte. Ja. Grundstück zum Verkauf. Ja, du Penner. So, das haben wir auf Level 3. Die Hausauktion beginnt. Das kaufen wir noch. Verkauft. Oh, hier können wir bieten. Ah, verpiss dich. Die reißen hier alles ab. Kein Käufer? Yeah. Also das habe ich jetzt soweit verstanden, aber ich denke mal gegen CPU macht das halt wieder weniger Spaß. So für eine Runde ist jetzt okay. Aber besser ist es natürlich, wenn man mit anderen Leuten spielen kann. Oder sogar mit echten Leuten spielen kann. Ne? Der Sieg steht kurz bevor. So, und was ist das hier für ein Ding? Streik. Ey, der hat mich hier einfach zugebaut. Was ist das denn? Guck mal, irgendwas passiert hier beim Streik. Muss ich hier jetzt Geld reinpusten? Ah, das habe ich jetzt einfach übernommen. Er hätte das für 12. Für 12 hätte er das jetzt hier umändern können oder so. Oh, hier. Kaputt machen. Du, 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 du. Auktion beendet. Überall mal ein bisschen Wasser reinpumpen. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da spiele ich doch lieber normales Monopoly statt das hier, ne? Also ich habe mit 26 Punkten natürlich gewonnen, ne? Fantastisch! Ihr habt es alle ins Ziel geschafft. Das andere, also das hier ist die, das, also eigentlich das ist nicht zu hoch. Gut so, du hast gewonnen. Man muss halt das Geld aufsaugen, Strom aufsaugen und Wasser aufsaugen. Strom und Wasser braucht man, um Gebäude aufzuwerten. Geld braucht man, um Gebäude zu kaufen. Und dann findest du noch Upgrades, um andere Gebäude niederzureißen zum Beispiel. Und das war's, ne? Also, hier. Ich habe 13 Gebäude gekauft, hatte 103 Gold. Ja. Also ich werde es mir nicht kaufen für 7,50 Euro. Dafür habe ich einfach keine Freunde. falls dir da draußen das Spiel Spaß macht. Und es wird dir Spaß machen. Weil du da draußen, du hast Freunde. Ich weiß es doch. Guck mal hier, wie lustig der ist. Mit Freunden macht das bestimmt Bock. Also gönn es dir. Unten in der Videobeschreibung findest du einen Link. Guck mal hier, Zombie. Rennt auch rum. Wir sehen uns beim nächsten Spiel wieder. Tschüss.